So, hey ho Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Horizon Zero Dawn mit mir, Rayon. Ja, wir klicken erstmal auf Fortfahren. Ich sagte, sammle die Beeren. Ja, jetzt nicht hier störrisch werden. Ich sammle die ja schon, ich wusste nicht mehr. Ich hatte gerade eine Pause von 2 Stunden, das kann man vergessen. Und sammle die Beeren. Gut, jetzt isst die Beeren. Alter. Sammeln die Beeren. Und jetzt isst die Beeren. Schmeckt sie gut? Schmecken vielleicht bitter, aber sie können dein Leben retten. Okay. In deinem Beutel sollten immer heilende Beeren, Blumen und Pflanzen sein. Wo sind wir? Dieses Tal ist nur ein Teil von Urmutters Becken. Becken? Urmutters Becken? Klingt der Nuchra-Stamm hält hier Wache und wehrt die gefährlichsten Maschinen ab. Normalerweise. Schön. Ich kann mich hier nur umgucken die ganze Zeit, das ist unglaublich. Ja, erzähl doch weiter, ich höre dir ja zu. Ach, jetzt redest du nicht mehr. Abwärts ist eine Maschinenherde. Ich dachte schon, jetzt komme ich zum Wort. Ich werde dir zeigen, wie man jagt. Eine Maschinenherde. Alle Maschinen sind gefährlich. Man muss ihre Kraft respektieren. Aber ich bin bei dir. Ah, sieh doch mal den Lensflare an. Ah, wie schön. Betone auf einer PS4. Das ist einfach nur episch. Ich finde das schon schön. Maschine kommt. Runter und folge mir in das hohe Gras. Ja, ich folge dir, Keine Sorge. Eine Maschine? Wo? Ich sehe keine. Da. Bleib jetzt Baby. Unten. Nein, Aloy. Solche Maschinen nennt man Wächter. Du musst ihrem Blick ausweichen, wenn du in der Wildnis überleben willst. Ich zeig's dir. Hör gut zu und tu, was ich tue. Halt still. Lass ihn vorbeigehen. Okay. Also nicht bewegen einfach, okay. Bleib geduckt. Und folge mir über den Pfad ins hohe Gras. Okay. Da drüben ist doch einer. Schneller. Ich sehe den doch da drüben hin herblinzeln. Oh, noch einer. Lass ihn vorbei. Ja, wir bleiben hier drin. Ich fällt gerade auf, dass meine Haare so ein bisschen eine Tarnfarbe bilden im Zusammenspiel mit dem Gras hier. Oder mit den Blüten oder was es auch immer für ein Grasbüschel ist. Zurück. Je langsamer du dich bewegst, desto leiser bist du. Und geducktes Gehen ist leiser als aufrechtes. Macht Sinn. Macht auf jeden Fall Sinn. Ich geh mal ins hohe Gras. Der macht mich nervös, Geh weg, bitte. Das war der letzte. Weiter geht's. Ich meine, das ist nur ein kleiner Sucher und so, aber trotzdem macht er mich gerade echt nervös. Wir sind ja ein kleines, hilfloses Girl. Sicher, dass wir da aufstehen können? Okay, du bist der Profi. Gut, das ist eigentlich ein epischer Bogen. Sie haben dich nicht bemerkt. Bleib bei mir. Die Herde müsste vor uns sein. Achso, das ist das, okay. Ach, das ist eigentlich wie bei Skyrim. Alles klar. Okay. Hab ich gecheckt. Mit dem Tarnungssymbol. Was macht er? Was ist seine Mission? Wer ist das? Ignoriere ihn. Warum ist er da oben? Er lächelt uns zu. Tap! Komm nach Hause zurück! Tap! Wo bist du? Ignoriere ihn. Ist das Tarzan? Wir sind Ausgestoßene, er ist vom Stamm. Vielleicht mag er den Stamm nicht. Dann ist er ein Narr. Komm jetzt, suchen wir die Herde. Wir wissen jetzt zwar, dass wir Ausgestoßene sind, aber warum? Warum sind wir Ausgestoßene? Was ist passiert, dass wir nicht zum Stamm gehören? Haben wir jemals zum Stamm gehört? Also ich denke mal schon. Das würde eben mehr Sinn machen als eine andere Denkweise. Da, aber wir dürfen uns hier aufhalten, oder? Diese nennt man Läufer. Läufer, okay. Und wir machen jetzt was? Also ich folge dir, ne? Du bist der Profi hier. Ha! Rennt! Warum hast du sie verjagt? Ich kann so auch umschalten, okay? Um dir zu zeigen, dass manche Maschinen aufgeschreckt wegrennen, wenn sie dich sehen. Man muss sich ihnen heimlich nähern.
Keine Sorge, wir holen sie weiter unten im Tal wieder ein. Du da war auch was sehen. Fleisch und Blut. Wie schön. Und jetzt möchte ich, dass du eine Handvoll Steine sammelst. Warum? Eine Handvoll Steine? Tu, was ich sage, okay. Eloy, und sammle die Steine. Ich zeige dir, wie man sie benutzt. Wozu benutzt? Gut, genau so. Ja, bin schon dabei, keine Sorge. Sind auch Steine? Ja. Die reichen. Folgt mir. Okay, 3 Stück. Meine Glückszahl. Das ist ein Zeichen wahrscheinlich. Okay. Wie viel Lärm du machst. Ah, okay. Wenn wir laufen, machen wir schon ziemlich viel Lärm. Ja, das wussten wir schon. Das haben wir schon in der Höhle gemacht. Siehst du mal, wie fortschrittlich wir unterwegs sind. Warum? Warte doch auf mich. Ich bin auch so klein. Frost. Da ist die Herde. Okay, werfen wir ein paar Steine. Aber Steine tun Maschinen nichts, oder? Nein, aber sie lenken sie ab, locken sie in Fallen. Wie der Wächter da drüben. Der muss da weg, sonst warnt er die Herde und sie flieht, bevor wir in Reichweite sind. Er warnt sie? Wie? Die Maschinen kommunizieren, Aloy. Wenn man sie nicht zum Schweigen bringt, du bleibst hier an der Kante. Auf mein Signal wirfst du Steine und lockst den Wächter zu mir. Okay. Warte auf mein Signal. Okay, ich versuch's. Oh, was, wie zielen, was kriegt ein Tutorial? Ah, okay. Und ich muss jetzt was machen? Aloy, wirf einen Stein zu mir. Wo bist du? Aloy, wirf einen Stein zu mir. Wo bist du? Wie werf ich überhaupt? Wirf einen Stein zu mir. Wo ist der Typ? Bin ich ja blind oder wie? Wirf einen Stein und lock den Wächter zu mir. Ach da. Wieso kann ich den nicht werfen? Ich verarsch. Aloy, wirf einen Stein zu mir. Wo ist der Typ hier? Wirf einen Stein und lock den Wächter zu mir. Ich kann ja nicht mal werfen. Aloy, wirf einen Stein zu mir. Ah, so werfe ich Steine. Ach so. Sag mir das doch. Ich dachte, ich muss mit L2. Ach so. Ach so. Ah, okay. Macht mir noch komplizierter. Ich darf hier doch jetzt runter, oder? Ich war gerade leicht im Struggle. Komm, jetzt ist es sicher. Ja, okay. Plündere die Beute und ich zeig dir, wie man Pfeile macht. Achso, ja, den ganzen Satz vielleicht zu Ende lesen, durch L2 und den Wurf abzubrechen. Darum hat er nicht geworfen. Achso, ja, das ist einfach ein Pro-Gamer. Metallscherben und Zünder. Ja. Okay, aber warum brauchen wir das? Sammle Reinholzzweige von den Pflanzen da drüben. Okay, krieg ich hin. Krieg ich auf jeden Fall hin. Sowas kann ich. Ich kann nicht jagen, aber ich kann sammeln. Ich glaube, wir bauen jetzt einen Bogen. Nimm die Zweige als Schaft und Metallscherben als Pfeilspitzen. Oh, also deswegen bauen wir das raus Waffen. Okay. Jägerpfeil. Und halte X gedrückt. Gut. Dir schon? Wird es nie an Pfeilen mangeln, wenn du sie selbst herstellen kannst. Geilo. Probieren wir sie mal aus. Ich bin schon im Schuss, ne? Rest of the fun. Schön. Okay, ich nehme einfach noch ein bisschen mal mit, ne? Einfach nur, damit wir ein bisschen Munition auch haben. Obwohl, wir haben nicht mehr so viele Metallscherben. Ne? Hier, duck dich ins Gras. Ja, okay. Sei leise. Das ist richtig spannend. Ich mag die Szenerie. Okay. Zeit für deine erste Beute, Aloy. Oh ja, ich bin heiß drauf. Ein Läufer. Was? Der Fette! Maschine. Aber auch schwache Maschinen können Jäger töten, wenn sie nachlässig sind. Du musst deine Beute kennen. Ihre Haut ist dick, aber sie haben auch einige Schwachstellen. Wie die Augen. Okay. Willst du noch eine? Der Behälter auf seinem Rücken. Ist das ein Schwachpunkt? Ich ziehe einfach mal und schieße, ne? Woher weißt du das? Das Gerät.
Das Gerät weiß es. Das Spielzeug? Wohl kaum. Jetzt erledige den Läufer. Guter Schuss! Easy. Oh shit. Weiter feuern! Ist doch tot! Ja! Nice! Schön! Haben wir überhaupt noch Pfeile? Wir haben noch Pfeile, okay. Sehr schön. Ich dachte schon. Oh, wie schön! Sehr schön. Oh. Das Kampfsystem ist nice. Das Kampfsystem ist mega nice. Ich nehme alles. Du warst gut heute. Aber du hast noch viel zu lernen. Lass uns gehen. Wir machen morgen weiter. Nee, ich mach noch. Ich will was noch ein paar. Das? Dingens machen, kann ich nicht? Der Junge! Der auf den Kriegerpfaden! Ach so, kann ich. Ach, ich kann rollen! Was ist der? Das nächste, was ich alleine rausgefunden habe. Ich kann rollen, siehst du mal. Ja, ich weiß, wie man sprintet. Das kann ich schon. Ich finde auch das Tutorial sehr schön gemacht. In vielen Spielen sieht man ja ein Tutorial einfach nur strikt. Ja, so bewegt man sich, so macht man das und das. Das ist so schön die Story eingestrickt, das Tutorial. Mag ich sehr. Finde ich sehr gut. Props an die Entwickler. Oh, weil irgendein Entwickler das Let's Play irgendwann mal sieht. Aber wäre schon schön. Du weißt aber schon, dass du leicht schneller bist wie ich, ne? Heute doch. Ich mag unseren Minibogen, ging es zu seinem Berserkerbogen da vorne. Weil man kann den auch später upgraden, soweit ich das weiß. Und soweit ich das in früheren Gameplay-Szenen gesehen habe, die ja released wurden, bevor das Spiel selbst released wurde. Wollen wir dem nicht helfen? Hey, helfen! Hey! Oh shit. Okay, das haben sie gehört. Wollen wir ihm nicht helfen? Soll einfach liegen bleiben, soll einfach liegen bleiben. Ich kann nichts tun. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Maschinen den Jungen sehen und töten. Was? Wenn ich schieße, würde ich sie aufschrecken und sie würden ihn zertrampeln. Aber ich weiß, wo sie hinlaufen. Erzähl keine Märchen. Es stimmt. Ich schleich mich durch. Das wirst du nicht. Was? Was? Ist das sicher, dass du das kannst? Aloy! Ich lasse meinen Bogen. Hat er mir den Bogen geklaut? Was? Also, ihr müsst das jetzt hinkriegen, ne? Oh, du Shit. Wir glauben an dich, Aloy. Was genau muss ich jetzt machen? Okay, ich setze einfach mal das hier ein. Wie sehe ich, wo die... Ich muss das langsam machen und leise. Okay. Ich sehe, wie er läuft. Ja, ich sehe es. Ich würde auch gerne im hohen Gras bleiben, wenn ich ganz ehrlich bin. Kann der Läufer sich mal endlich mal verpissen? Danke. Okay, der bewegt sich so. Das finde ich sehr gut. Wie bewegt sich denn der Tutti? Von dem kriege ich keine Message, oder wie? Ja, du kommst hierher. Finde ich auch nicht ganz so nice. Kannst du mal bitte gehen? Geh doch weg! Verpiss dich! Jetzt kann ich hier durch, ne? Sie dürfen mich nicht sehen. Ja. Du bleibst jetzt einfach mal on the road, Bruder. Danke. Wo müssen wir eigentlich hin? Der hat ein Fragezeichen, das finde ich nicht geil. Oh shit. Nee, pfui, geh weg. Ich geh da mal wieder, ne? Geh weg, pfui. Geh weg. Nein. Ich bin gerade so mega überfordert. Ich bin so dermaßen überfordert, das ist unglaublich. Ja, Ziel markieren. Ich kann mich da durchschleichen, oder? Oh nein, der Wächter hat mich gesehen. Was? Was? Okay, irgendwie habe ich das Tutorial gerade nicht verstanden. Was?
Was hab ich denn falsch gemacht? Ich muss mich langsam und leise bewegen, damit ich mich vorbeischleichen kann. Oh nein, der Wächter hat mich gesehen. Nee, hat er nicht! Mann! Was ist das denn? Okay, jetzt nochmal Konzentration. Es kann doch nicht sein, dass wir im Tutorial schon zweimal gestorben sind. Das ist peinlich. Nee. Ach so, deswegen war ich so langsam, weil ich im Fokus-Scan war. Ja, sag mal das doch. Nee, du siehst mich nicht. Verschwinde. Verpiss dich. Ich bin unsichtbar. Du kannst mich nicht sehen. Verpiss dich. Geh bitte weg. Danke. Tschüss. Ich versuche einfach mal bis zum nächsten hohen Gras zu kommen. Und unsichtbar. Ah, okay. Unsichtbar, das finde ich sehr gut. Was ist das hier? Kann ich das sammeln? Ich so ein kleiner Sammler bin, ne? So. Ich muss darüber, ne? Okay. Ich habe verstanden, Leute. Terminal total gestorben. Das ist leicht verwerflich, aber wir haben es geschafft. Was mit dem Läufer drüben? Wie läuft der so? Ne, verpiss dich. Der ist gerade schon in seinem Suchermodus. Der soll weggehen, bitte. Ich höre mich auch einmal mal um. Okay, hier kommt niemand aus der Side of Life. Ich versuche mich gerade mega zu konzentrieren. Der kommt doch hier noch rüber, den Bogen, ne? Sehe ich das richtig? Okay, jetzt scannt da wieder der Tutti. Ich bin gerade so mega konzentriert, verdammte Axt. Und dann gehst du hier rüber. Sehe ich das richtig? Ja, das sehe ich richtig. Sehr schön. Spur markieren. Nee. Das warten wir noch ab. Lass mich einfach mal weitergehen. Okay, jetzt geht's wieder runter auf die Knie, bitte. Jetzt können wir wieder. Da ist er. Ich sieht uns jetzt nicht. Oh shit. Jetzt könnt ihr gerne mal weiter gleich in den Suchermodus, aber dann sind wir schon unsichtbar normalerweise. Ich kann mich nicht sehen. Ja, ich bin doch gerade unsichtbar. Der kann mich nicht sehen. Der kommt jetzt gleich wieder hier rüber und sieht mich hoffentlich nicht, weil ich im hohen Gras bin. Was ist denn mal? Nein, pfui, geh weg. Nein, aus, geh weg! Schwinde! Drecksviech. So, ja, du kannst ja hier deine Wellen schlagen. Ist mir ja egal. Wieder im Zuckermodus, das kannst du ja machen, meinetwegen. Ah, was geht sich? Sehr schön. Das ist dem hohen Grad, das ist halt ein bisschen unsichtbar, ne? Ja, sehr schön. Okay. Finde ich sehr, sehr gut. Ich muss vorsichtig sein. Oh ja, das musst du auf jeden Fall. Kann ich da jetzt ran zu dem? Hi. Hallo. Okay, shit. Tohe Gras. Einfach in Tohe Gras erstmal. Das ist immer der erste gute Weg. Ich bin besonders. Wir lassen den einfach mal gehen. Wir warten hier, ne? Lassen wir ihn einfach mal gehen. Wir warten hier. Also auch wenn das jetzt nur herumschleichen ist und eigentlich nur verstecken im Moment vor den Suchern. Das hat so ein Adrenalinpegel gerade, das ist unglaublich. Okay, jetzt geht er gleich in den Suchermodus und scannt natürlich nach da drüben wahrscheinlich. Wir gehen weiter, komm. Hast du das? Ich bin besonders. Da drüben kann er erst scannen, wie er fröhlich ist. Wohin müssen wir eigentlich? Da hinten. Komm, wir gehen weiter. Easy. Ist das möglich? Ich hab's herausgefunden, wie es funktioniert, Leute. Nice. Okay. Ist hier drüben irgendwo noch ein Sucher? Nee, ne? Okay, dann gehen wir weiter. Sehr schön. Trophäe erhalten. Ross' Lehren gefolgt. Sehr schön, sehr schön. Ah, schön.
Sorry. Aber es war richtig. Wir haben ihn gerettet. Also, ist es kein Spielzeug? Nein, das ist höchste Technologie. Warte. Urmutter, beschütze sie. Beschütze euch beide. Sie... Junge! ...rettete mich. Ich wollte nur... Junge! Sei jetzt ruhig! Die Suche sind da hinten. Sei leise. Und sie ist mutterlos. Komm jetzt. Zurück nach Mutterherz. Und ich. Du. Ach, kriegt jetzt Schläge, weil er gerettet wurde von uns? Dürfen. Das ist gegen das Gesetz. Gehen wir nach Hause. Komm mit. Aber wieso diese Feindschaft, diese unbegründete, tiefe Feindschaft? Aber wir haben wenigstens unseren Bogen wieder, unseren Berserkerbogen. Halt den Mund, Junge. Halt bitte den Mund, Junge. Halt den Mund, Junge. Halt bitte den Mund, Junge. Bitte. Okay. Aua! Was? Bleib weg, nicht Mutter! Was ist denn für ein Dummi? Ha, siehst du mal. Und jetzt? Was? Entscheidungspunkte bieten Möglichkeiten, eine emotionale Wahl zu treffen, wie Eulo ihre Persönlichkeit ausdrückt. Liegt an dir, okay. Okay, wähle die Faust, dann stellt sich Eulo der Herausforderung direkt. Wähle... Ja, ich wollte mir das durchlesen gerade! Ziele auf seinen Kopf. Lass den Stein fallen, schlag den Stein aus der Hand. Ich will jetzt nicht auf seinen Kopf zielen. Aber auch nicht fallen lassen. Ich schlage ihm den Stein aus der Hand. Das ist so ein Mittel. Genau so. So ist es nice. Hey. Nicht auf seinen Kopf zielen, aber sieht nachher noch was. Obwohl es gerechtfertigt wäre. Du blutest. Lass mich mal sehen. Hier, halt still. Gleich. Warum? Warum bin ich ausgestoßen? Aloy, jetzt ist nicht die Zeit. Wer war meine Mutter? Aloy, ich hab's dir schon gesagt. Das dürfen wir nicht wissen. Du warst noch ein Säugling, als die Stammmütter dich zu mir brachten. Und die Stammmütter wissen es? Ach, so einfach ist das nicht. Aber sie wissen es. Aloy, wir sind Ausgestoßene. Aber wie werden sie damit rausrücken? Die Stammmütter? Das könnte vielleicht möglich sein. Also wie denn? Es wird gefährlich. Wie? Du müsstest viele Jahre üben. Ist mir doch egal. Wie funktioniert es? Sag es mir. Die Erprobung. Der Initiationsritus jedes Jahr. Die ihn bestehen, werden Krieger. Aber wer auch immer gewinnt, dem erfüllen die Stammmütter einen Wunsch. Ein Wunsch? Ja, was immer der Sieger sich wünscht. Dann mache ich es. Egal wie schwierig. Ich werde gewinnen. Verstehe. Dann lass uns anfangen. Dein Training wird sehr hart. Und es wird Jahre dauern. Trainieren? Ja, komm! Alles klar. Okay, schön. Sie hat auf jeden Fall die Motivation dazu. Hat sie auf jeden Fall... Nicht der Hase! Ein Glück. Besucher, Achtung! Badass. Sie hackt sich einfach mal rein ins Netz. Schön. Ja.
Was? Krass. Einfach nur krass. So, und damit würde ich sagen, was ist das für heutige Folge? Schaut auf jeden Fall bei der morgigen Folge vorbei. Es geht natürlich wieder um 15 Uhr weiter. Also dieses Spiel jetzt bockt so heftig. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommis, was ihr von dem Spiel haltet. Und wenn ihr auf jeden Fall Tipps habt oder so, irgendwelche Änderungen, die man am Spielgeschehen und so treffen kann, einfach mal ab in die Kommis damit. Und ja, lasst es mich einfach wissen, wenn ich irgendwas an der ganzen Sache ändern soll. Oder gebt mir einfach Tipps und so weiter. Ja, Rayon sagt ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal, Leute.